Zwar nicht amerikanischer Präsident. Und was? Wir verlegen keinen Truppen. Das war auch nicht der Hintergedanke, die Frage. Aber wahrscheinlich würde dann den Amerikanern jedes Mittel zu einer schnellen Zeitbeilegung recht sein. Um zivile Aufgaben. In Italien herrscht der totale Krieg. Wir mussten unsere eigenen Häfen bombardieren, um den Nachschub der Deutschen zu stoppen. Au. Wer sind wir denn, dass wir uns in europäische Belange einmischen? Europa ist erwachsen. Ich meine, meine Herren, Sie müssen das so sehen, Amerika ist aus Europa entstanden und manche Tage sitze ich in meinem Büro vor meinem Schreibtisch, eine Zigarre und ein Glas Whisky, denke mir, gut, dass ich Amerikaner bin. Dieses Land, was aus Europäern gewachsen ist, ist scheinbar so viel schlauer und so viel erwachsener als Europa selbst. Die Europäer sind Brüder. Brüder im Geiste, Brüder im Blute. Ich war durch die Volksvermischung in der Jahrhunderte und trotzdem schaffen sie es nicht, miteinander klarzukommen. Die Moderatoren, die gegebenen Mods, keine andere Wahl. Was aber bedeutet, warum wurde dann eigentlich Sizilien invadiert? Daran wird es wohl nicht gelegen haben. Das Problem ist, wir können diesen Krieg nicht beenden. Doch, das geht. Friedliche Lösung, weil es spieltechnisch nicht möglich ist. Wir können ja einen Waffenstillstand aushandeln, indem sie sich halt nicht mehr angreifen. Sizilien wurde wieder befreit. Doch. Ich hätte gerne ein Treffen mit dem deutschen Führer der Demokratie. Gerne. Würde denn Mitte Februar passen? Ja, das passt. 15. Passt. In München vielleicht? Gerne. Man weiß, wo es in einer Breze. Hört sich gut an. Auch wenn ich denke, dass der einheimische Terminus Breze wäre und nicht Brezel. Mich haben sich gerade beide Wörter gleich angehört. Brezel, nicht Brezel. Was bedeutet dieses Wort Brezel eigentlich? Was sollten Sie einen Norddeutschen fragen? Und die Brezel nicht aus Süddeutschland? Eine Breze kommt aus Süddeutschland. Eine Brezel weiß ich nicht, woher die kommt. Funny Fact, also ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber mir zumindest fällt kein polnisches Wort für Brezel ein. Ich denke, das ist auch gut so. Chinesische Regierung? Was ist gerade passiert? Ich will es wissen. Chinesen haben uns den Krieg erklärt, oder sehe ich das richtig hier? Es gab zumindest einen blutigen Zwischenfall an der Marco Polo Brücke. Wahnsinn. Und wenn ich so das Chaos in China betrachte, wenn ich mir, also laut mein Intelligence, ja, was vom Pentagon gesteuert wird, übrigens Pentagon das schönste Gebäude und modernste Militärgebäude der Welt, we are great again, wird mir berichtet, dass tatsächlich der erste Schuss aus der chinesischen Seite erfolgte. Durch die, ja, manchmal muss es sich einfach mal so ansehen, das disziplinierte und wohl ausgebildete Militär Japans würde niemals, ja, aus Versehen Schüsse auf die chinesische Seite abfeuern. Das stimmt allerdings. Ich kann mir das nicht erklären, was hier wieder passiert ist. Wir hoffen, dass dies nicht den Frieden gefährdet. Also, es sind schon mehrere Schläge in das Gesicht Japans von China aus gegangen. Das ist so langsam, bringt es das fast zum Überlaufen. Mr. President, ich habe gerade mal den weltallwissenden Übersetzer gefragt, was Brezel auf Polnisch heißen könnte. Es wird einfach nur anders geschrieben. Anstatt ein B ein P und anstatt ein Z ein C.
Das gab es nicht, das Wort. So, ich habe mich gerade gemüht, weil ich das im Chat erklärt habe. Das Wort Brezel ist relativ neu. Also das gibt es in der, sagt man, in der historischen polnischen Sprache gar nicht. Wird einfach inpolnisiert wahrscheinlich. Richtig, richtig. Ja gut, das wusste ich nicht. Aber es gibt halt kein polnisches Wort dafür. Ne, weil, wie gesagt, Brezel, also die Brezel ist abgeleitet von der Brezel. Das Einzige, was der mir nur noch ausgeworfen hatte, war ein anderes Wort für Bagel in dem Fall. Weil da gibt's wohl eins. Anscheinend konnte sich die japanische und chinesische Seite nicht einig werden. Nein, es sieht so aus, als hätte gäbe es Krieg. Die Vereinigten Staaten verabschiedet Kriegsbefugnisgesetz. Amerikanische Belange haben sie nicht zu interessieren. Die Niederlande. Ich habe nur ihre Nase rein, ne? Ich habe nur das, was die Zeitung gesagt hat, gerade mal öffentlich gefragt, ob das ja, stimmt. Ja. Ja, Amerika, wie gesagt, also so isolatorisch wie auch leben. Und so, wir uns auch nicht einmischen in die Belange anderer Nationen, so sehr schützen wir natürlich unsere. Und wie ich schon angedeutet habe, sollte jemals eine europäische, asiatische, russische Streitmacht den Fuß auf den amerikanischen Kontinent setzen, werden wir natürlich dementsprechend reagieren. Und das kann ich nicht, also leere Drohungen sind halt nicht meins, deswegen müssen wir auch irgendwie Nägel mit Köpfen machen und da wir ein Rechtsstaat sind, die politischen Möglichkeiten dafür schaffen. Da. So ist das. Das ist Krieg. Ist furchtbar. Krieg ist nie gut, ja, das stimmt. Vor allem, wie das Geile ist, man kann nicht mehr von Hafen zu... Ah, jetzt geht's vielleicht, oder? Ja, vielen Dank. Echt, das ist so schwierig. Krieg in Mexiko wurde beendet. Endlich. Ich gratuliere. Danke, danke. Ich muss gerade so lachen, Alter. Muss mal kurz muten. Ja. Bam. Alabama wünscht sich eine Fabrik. Ah, ich habe ein bisschen meine Zeit verpasst hier, Befehle zu geben. Ah, ich muss aber das hier auflösen. Ups. Warum geht das Vereinigte Königreich auf den nationalen Fokus Krieg gegen Italien? Wie soll ich das verstehen?
denke mal, Schlussfolgerung der italienischen Aggression. Welcher italienischen Aggression? Jugoslawien? Jugoslawien. Warum spielt eigentlich, genau wie wenn ich mal so die Frage in den Raum werfen darf, warum spielt eigentlich Niederlande den Arschkrieg Deutschlands und Englands? Ja, das Niederlande hat in diesem ganzen Spiel nichts zu melden und redet überall mit. Als wäre es die Weltpolizei. In der Tat. Sehr bedenklich. Ist das so? Ja. Ich meine, wenn wir von der Größe ihres Landes ausgehen, von der Bevölkerungsanzahl und von der politischen, sagen wir mal, politischen Wichtigkeit ihres Landes, ja, der politischen Weltszene, kommentieren sie und propagieren sie ziemlich viel, mein liebes Niederlande. Und vielleicht ist ihnen ihr Reichtum an Öl und Gummi zu Kopf gestiegen. Aber ich möchte sie an eins erinnern. Auch der reichste Mann oder das reichste Land vermag sein Reichtum zu verlieren. Ich möchte so, nur gegen damit amerikanische Aggression oder was wollen sie damit gerade andeuten? Gar nichts, ich deute gar nichts an. Ich habe ihnen nur einen Ratschlag gegeben. Naja, ein was Positives sehe ich in dem britisch-italienischen Krieg. Somit kann mich kein weiteres Land angreifen. Insofern die Sowjetunion oder andere. Ich habe keine Aggression gegen Italien. Bloß für die Zukunft. Großbritannien muss aber darauf achten, nicht seine Verbündeten mit in den Krieg zu rufen, ja? Möchte ich nur mal anmerken. Denn die Regel geht auch für KI, richtig? Puh. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr, wie wir uns darüber geeinigt haben. Was? Ich meine schon, weil, ich meine, selbst wenn der Niederbayer Italien den Krieg erklärt, kann er dann quasi die seine Verbündeten in den Krieg rufen oder halt nicht. Er hat halt die Macht darüber, weil er Bündnisführer ist. Ja. Ja, gut. Boah, ist schwierig jetzt. Na, Italien hat ja einen von seinen beiden Verbündeten bis jetzt hereingerufen. Dann kämpfen Italien und Bulgarien gegen Deutschland und Tschechoslowakei, was ja de facto eigentlich ein 2 vs 2 ist. Das ist ja in Ordnung. Aber richtig. Würde England seine Verbündeten mit reinrufen, wäre es quasi dann ein 9 gegen 2. 8 gegen 2 oder was? Ich glaube, KI zählt nicht, weil man die nicht beeinflussen kann. Aber ich bin mir nicht, ja, doch, kann er doch, er muss sie doch nicht reinrufen. Ja, aber selbst wenn Niederbayer jetzt angreifen würde, wäre es schon 3 gegen 2, nicht mehr ein 2 gegen 2. Wobei das geht. Ja, Rumänien auch. Kann ja jederzeit den Krieg mit rein. Wenn es also wieder 3. Krieg über den Baum geht, haben wir gesagt. Ja, gut, das stimmt. Ja. Ja, aber nur, wenn nicht mehr als 2 Spieler dabei sind. Also bis zu 2 Spieler. Ja. Und dann ist ja nur Deutschland Spieler. Das stimmt. Also eigentlich müsste es funktionieren. Warum greifen die nicht weiter an? Komm. Oh Gott, ich kann meinen Plan nicht. Warum funktioniert das nicht? Übrigens gerade mal ein bisschen off-topic. Bei mir im Chat hat sich jemand gerade aufgeregt.
Sorry, das ist lächerlich. USA mischt sich nicht in die politischen Angelegenheiten anderer Länder ein. Wir sehen das ja gerade mal wieder in Venezuela. Wir haben es in der Ukraine gesehen. Und viele, viele Male davor. Bin weg. Der hat das Spielprinzip, glaube ich, nicht so gut verstanden. Alternate History und so. By the way, ne? Oder? Ja, es ist Internet. Furchtbar. Und nein, jetzt hast du ein Vier weniger. Hast du das verkraften können? Ich weiß es nicht. Ich werde wahrscheinlich die Nacht nicht so lange schlafen können, aber... Dort brauchen sie psychologischen Beistand. Ich glaube, Italien wird bald von der Weltkarte verschwinden, denn alle möglichen Länder lehnen sich gegen das italienische Reich, so auch Rumänien, das nun das Bündnis verlassen hat. Wow. Oh. Ups. Da. Upsala. Italien wird wahrscheinlich am nächsten Spieltag nicht mehr der Sitzung beiwohnen. Ach, das ist doch noch genug Zeit, sich vorzubereiten. Einfach Stellung halten. Verteidigen ist ein Angriffskrieg ist kostspieliger als ein Verteidigungskrieg. Ich freue mich auf meine nächste Runde Fortnite. Ja, das ist super, das Roleplay, muss ich schon sagen. Das, selbst wenn man fliegt. Vor allem, ja. Der andere Punkt ist der, klar, man verliert einen Verbündeten. Oh mein Gott, nein, ich gebe mein Land auf. Was? Was ist das für eine Einstellung? Wenn sich alles gegen einen richtet, ist die Moral begrenzt. Also bisher hat weder Russland noch Japan noch USA irgendwelche Aggressionen gegen Italien gezeigt. Wow. Nein, mein Joker darf dem Krieg nicht beitreten. Sowjetunion, Xinjiang den Krieg erklärt. Da hilft ja. Der Sowjetski ein bisschen von hinten. Das finde ich super. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Es sollte den chinesischen Bürgerkrieg beschleunigen, also das Ende des Zuges. Es sollte helfen, den Frieden wiederherzustellen. Ja, so ist es. Kein Kommentar zur sowjetischen Aggression. Er hätte diese Invasion unten funktioniert, aber anscheinend waren die Pläne der verschiedenen Admiräle ein bisschen gestört. Dann wäre Nanjing schon gefallen, aber da gab es ein bisschen einfach die Diskrepanzen hier. Diesem Befehl wurden keine Einheiten zugeordnet. Wollt ihr mich verscheißern? Ja, doch, jetzt geht's. Wollte schon gerade sagen. La 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 la. Ja, sieht gut aus. Von hinten aufgeräumt, während alle Divisionen vorne stehen. Freut mich umso mehr, dass der Nicht-Angriffspakt auch noch durch eine Kriegsunterstützung besiegelt wird. Das ist herrlich. Selbstverständlich. Deutschland ist das Vereinigte Königreich beigetreten. What? Verstehe das nicht. Ich auch nicht. Deutschland ist den Alliierten beigetreten. Ach ja, aber so. Ich habe das so verstanden. Also entweder war mein Zeitungsredakteur betrunken oder so, aber ich habe verstanden, dass aus Deutschland Großbritannien geworden ist. Ja. Ja.
Außerdem, Italien wird lange nicht besiegt sein. Einfach die Grenzen schützen und dann... Willkommen im Krieg. Schändliches Vorgehen von England. Auf einen geschlagenen Hund eintreten. Ein Krieg, der sie überhaupt nicht betrifft. Also ich sag's mal so. Nein, ich mische mich nicht ein, nein. Nein, die USA haben gesagt, sie mischen sich nicht ein, also mischen sie. Ich habe keinen Twitter-Account. Ich meine, keinen Briefschauben-Account. Aber ohne die Einmischung Amerikas, was bleibt uns dann noch? Ich habe einen Tipp für Italien. Warum in der Ferne suchen, wenn die Lösung so nahe liegt? Soll ich noch konkreter werden? Der Tipp wurde von feindlichen Spionen abgefangen. Paris soll auch im Herbst sehr schön sein. wurde mir gesagt. Oh. Die Wahl ist erst im nächsten Jahr. Bis dahin kann ich keine politischen Aktionen führen. Falls das dem Amerikaner auf die Sprünge. Es sei denn, der Franzose hält in der Zwischenzeit genug politische Macht und landet selber. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich mische mich nicht ein, ob das will. War nur so. Ich finde den Krieg zwischen Italien und Deutschland und England finde ich wieder sehr schade, natürlich. Es wird europäisches Blut vergossen, wo einfach kein europäisches Blut vergossen werden müsste. Oh, mal kurz die Welt anhalten. Also ich möchte... Ja, sprechen Sie. Ich möchte die Weltgemeinschaft darüber aufklären, dass mein nördlicher Nachbar Kanada sehr frevelhaft und sehr frivol mit uns umgeht. Wir haben diplomatische Beziehungen geführt über einen Korridor von wenigen Quadratmeilen quasi durch das kanadische Gebiet nach oben hin nach Alaska, um dort unsere Bevölkerung besser versorgen zu können. Kanada lehnt das vehement ab, aber nicht nur das. Nicht nur das. Sie haben auch das amerikanische Volk aufs tiefste beleidigt. Und haben uns gedroht mit... hallo, Kanada macht gar nichts. Die stehen unter meiner Kontrolle. Die sind still wie ein Mäuschen. Die machen nicht mal das Maul auf, wenn man sie fragt. Um es mit saloppen Worten zu sagen. Es tut mir leid, aber es kann nichts dafür. Es ist... Oh, was bedeutet das jetzt für Kanada und Amerika und ihre Beziehungen? Das hört sich ja nicht sehr beruhigend an. Wir stecken gerade in einer tiefen Krise mit Kanada tatsächlich. Nein. Doch. Das ist das. Oh. Also so sehr mich das auch schockiert gerade. Vor allem hätte ich das von Kanada nie gedacht. Mein Nachbar, mein... Es bricht mir das Herz. Es bricht mir einfach das Herz, einfach nur darüber zu reden. Wenn ich gar schon Verbündeter, Alter. Also. Einfach nur furchtbar. Ich muss Aggression seitens Kanada fürchten. Also das amerikanische Volk lebt in Angst. Ja, vor allem die nördlichen Bundesstaaten. Also ich meine, wir haben keinerlei Aggression gegen Kanada gehegt. Wir haben weder Pläne geschmiedet noch sonstiges.
Deswegen haben wir auch keine Truppen dort an den Grenzen stehen, aber jetzt werden wir das leider ändern müssen. Das ist mir sehr leid. Ja, das ist natürlich eine. Ich kann das verstehen. Als ein Land, das hier auch neben einem kriegstreibenden und im Bürgerkrieg geratenen Land steht, ist das. Es ist schmerzhaft, aber manche Dinge müssen einfach getan werden. Es ist, auch wenn es einem nicht leicht fällt. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Ganz genau, ja. In der Tat. Das. Ja, sehr geehrter russischer Kollege, da haben Sie aber zu 100% recht. Entnehme ich das jetzt richtig, dass USA Kanada erobern wollen, meinen Untertan? Wir wollen niemanden erobern. Also das Wort Untertan. Und schon das Wort Untertan. Ich denke, Sie sind demokratisch. Ich bin auch demokratisch übrigens. Schauen Sie mal. Ich kann Ihnen meine ganzen diplomatischen Beziehungen, beziehungsweise meine ganzen diplomatischen Abläufe meines Landes, kann ich Ihnen darlegen. Wir sind ein demokratisches Land. Wir sind weder Kolonialisten, wir sind weder Royalisten, wir sind weder Faschisten noch Kommunisten. Und wir lassen uns einfach so ein Frevel nicht bieten. Ich fühle mich bedroht, also das amerikanische Volk fühlt sich bedroht, deswegen verlegen wir jetzt Teile unserer Armee an die kanadische Grenze. Einfach nur, um den Frieden zu wahren. Kannst du dich verstehen? Ja, Wahnsinn, was hier alles passiert. Also, man könnte meinen, dass hier der Teufel seine Finger im Spiel hat. Die Welt ist in Aufruhr. Ja, das ist schon. Das ist bedenklich, ne? Bedenklich, die Entwicklung. Vor allem auf dem amerikanischen Kontinent hätte ich nie viel Möglichkeiten. Stimmt, Krieg auf dem amerikanischen Kontinent, das. Da muss schon viel passieren. Dass sowas mal vorkommt überhaupt. Hier, Brüder, Amerikaner, alle. Können wir mal kurz auf zwei runter machen, bitte? Der amerikanische Präsident ist überfordert mit der ganzen Diplomatie, die er gerade gemacht hat. Eieiei. Paramilitärische Ausbildung in Manchukuo, ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Ja, ist eine Kriegstreiberei, ein Volk zu bewaffnen kann nicht die Lösung sein. Aber da sieht man es wieder, ne? Also auch für den italienischen, auch für das italienische Volk. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich vielleicht ein Fenster. Nämlich die Gier Kanadas, ja. El Alamein ist ein sehr heroisches Schlachtfeld. Oh, es wird auch in Afrika gekämpft. Na, was? Aha. Traurig, einfach nur. Es ist einfach nur. Ja, das geht sogar dieses Mal. Einfach nur schändlich. Ich weiß nicht, wie Kanada mit uns so umgehen kann, mit uns. Deinen Nachbarn. Das ist schon fragwürdig. Was kommt als nächstes? Ne? Also das ist es eben. Ich weiß ja nicht, von wo überhaupt dieser politische Gegenwind weht, wie schon England erwähnt gerade. Ihr habt alle, also sie alle haben es gehört. Kanada ist quasi der Stiefellecker Englands und macht nichts ohne, macht nicht mal einen Mucks. Das war O-Ton, britischer König. Oho. Kanada macht nicht mal einen Mucks, ohne um Erlaubnis zu fragen. Also nicht mal das Maul auf. Was schließe ich daraus? Was bedeutet das?